Schliebi, du, herzlich willkommen, Freunde, zu Banjo-Tooie, back again. Oh yeah. Das ist der letzte Part für heute, vermutlicherweise. Oh yeah. Und unsere heutige Reise beginnt nicht in der Welt 4. Wir gehen noch einmal back to the Anfang, und oder wie man das sagen soll. Und da werde ich noch einige Secrets einsammeln. Hey yo, Heppa. Und hey yo, Heppa. Zack, 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 zack. Und nein! Verdammt, zu früh. Also, nicht zu früh, zu spät. Na, was laber ich denn da? Da, 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 da. Jetzt aber. Fatz. Knacks. So, weg damit. Du bist der Nächste hier. Ich lass dich nicht hier, denn du gehst mir auf den Sack. Schlapper dabei, dip, dip, di, di, du. Und hier können wir rein. Oh yeah. Cooler Geheimgang, Freunde, oder? Hehehehe. Aber hier ist eigentlich nichts Spannendes drin. Ein Banjo-Kazooie-Spiel. Guck mal, BK. Hutjo. Genau. Knacks. Und ein Eisschlüssel. Hutjo, jawohl, das ist der eisige Schlüssel. Den kennt ihr aus Banjo-Kazooie, Freunde. Und ich wusste ja, wann packe ich diese Insider aus. Ich frage mich, was er öffnet. Hutjo! Genau, frag dich das mal. So, und wir gehen jetzt einmal zurück ins Gingerdorf, Freunde. Ja, ihr werdet lachen. Denn da gibt es noch jede Menge Secrets für euch. Eigentlich gibt es auch noch Secrets mit dem Kazooie-Move, den ich in der vierten Welt kriege. Scheiße, ich trottel. Das hätte ich eher machen sollen. Egal. Dann kommen wir halt nochmal zurück. Das ist ja hier nicht so wild. Tada. So, wieder ein bisschen Eier einsnacken. So, und alles, was wir jetzt machen können, ist eigentlich Folgendes. Das ist dringend für die vierte Welt, also deswegen mache ich das auch jetzt, das mache ich nicht später, weil das wäre Verschwendung von Zeit und Protomaterie und was sonst noch alles so existiert an Sprüchen. Wir gehen in die Nähe unseres Hauses und Alter, jede Menge unterschiedliche Eier. Da kann man auch sich schön auffüllen, wenn man immer alle Eier verschossen hat. So, ey, hallo? Ich wollte drauf landen und... Batz, 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 knacks! Und offen. Oh, das ist um einiges besser, man. Solltest du nicht im Wasser sein, Mann? Da ist es sicherer. Du hast recht. Wenn ich nicht bald in den Wassergraben am Spiral Mountain zurückkomme, muss ich vertrocknen. Na, sollen wir dich jetzt wohl mitnehmen, hm? Naja, ist ja ganz schön umständlich. Naja, ich will ja selber hingehen. Aber wir Goldfische sind in Bezug auf Beine etwas und minder bemittelt. Ne, kannst du wohl stehen lassen, so. Okay, wir nehmen ihn mit. Oh yeah, und dann bringen wir ihn einfach hier ins Wasser. Das ist ganz easy peasy. So, zufrieden? Danke, Leute. Vielleicht sind euch diese extra Luftblasen von Nutzen. Luftblasen? Wir wollen wenigstens ein Puzzle dafür. Sorry, ich habe keine mehr. Aber ich zeige euch noch, wie man schneller schwimmt. Halt einfach A und B gleichzeitig gedrückt. Ja, das weiß ich doch. Tschüss. So, damit haben wir jetzt die kleine winzige Mini-Quest hier nebenbei erledigt. Aber es gibt noch viel mehr Zahlen, Freunde. Das war noch nicht alles. Ich brauche mal eine Flugplatte. Flugplatte. Hallo, Flugplatte. Ich glaube, oben in der Mitte ist eine. Aber warte mal, halt. Man kann ja auch hier hochklettern. Die Leiter, da ist ja oben auch eine Flugplatte. Und die kann ich auch nutzen. Und Sweeper. Und nochmal, Sweeper. Klettern wir hoch. Die Brücke empor. Warte mal, halt. Hier kann ich auch gleich rein. Ich kann ja gleich die 10 Seiten abgeben. Ja, na klar. Und zwei Sheets mitnehmen. Die werde ich auch noch aktivieren schnell. Da, 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 da. Das, glaube ich, mache ich aber schnell ausgehen. Wie man Cheats eingibt, sollte ja jedem klar sein, oder? Großartig, das sind genug Seiten, um dir einen neuen Cheat zu verraten. Na, dann her damit. Höchste Zeit, los raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Seiten. Und Heppa. Zutiefst verpflichtet. Der erste Cheat lautet Feathers. Verstanden, auf jeden, Alter. Und hier noch einer. Zutiefst verpflichtet. Der zweite Cheat lautet Eggs. Verstanden, na, auf jeden Fall, Mann. Hier ist ein kleiner Hinweis, wie man den Cheat aktiviert, Mann. Das weiß ich doch. Cool. Wir haben den Feathers und den X-Sheet. Dadurch können wir unseren Vorrat ums Doppelte aufstocken. Das ist ganz cool. Gerade nützlich für Bombenmeier, wo man immer nur 25 von hat. Was eine kacke ätzend ist, wenn ich ehrlich bin. Die gehen so schnell aus. Und gerade in Bossfights, wo man immer ständig diese Eier braucht. Das ist, naja. Schwepp. So. Wir haben den Aerosucher. Das heißt, wir können aus der Luft hier einen Bombardement einleiten. Auf dieses Ding da. Oh oh, ich glaube, ich habe gerade den B-Move benutzt. Nein, nein, abbrechen! Okay, puh, Schwenkrad. Runter. Es geht abwärts. Und ein neues Banjo-Spiel. Komm her, Mann. Na, ich habe gesagt, komm her, Mann. Oh, ein lila Ei, Freunde. Das kennen wir auch aus Banjo-Kazooie. Yay! Yeah. Eingesnackt. Hutjo, ausgezeichnet, man. Das ist Banjo-Kazooies mysteriöses Rosa-Farms. Wo ist das Rosa? Das ist, wenn denn, pink oder lila? Du hast keine Ahnung, Mann. Du bist der Armee-Typi, du hast halt keine Ahnung. So, und es gibt hier noch ein Ei. Oh yeah, und zwar da oben. Ich glaube, da war ich mit euch schon mal drinne. Am Anfang des Let's Plays.
Oder? War ich da drinnen? Ich glaube, oder? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls gehen wir jetzt hier rein. Hier gibt es noch ein Ei. Oh yeah. Und wo man mit den Eiern hin muss, das zeige ich wahrscheinlich jetzt auch noch. Ich glaube, das wird so ein klein bisschen, bisschen etwas längerer Special-Part. Für Secrets Unlocked. La, da, 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 da. Und genau, hier kann man sich hochhangeln und hier ist ein Gang hinter dem Wasserfall. Ah, ist doch alles most episch, oder? Habe ich alles selber damals rausgefunden? Ja, ohne Internet. Da gab's das noch nicht. Also bei mir jedenfalls nicht. Wow, Hutjo, das ist Banjo-Kazooies mysteriöses blaues Geheimei. Oh yeah. Ich frage mich, was es enthält. Naja, ich würde ja mal Eigelb und Eiweiß sagen. Naja, aber ich könnte mich auch irren. Vielleicht ist ja doch was anderes drin, Freunde. Wir werden es ja sehen. So, ich glaube, dann habe ich jetzt fast alles an Secrets. Es gibt noch ein Secret in dem Spiral Mountain, den ich allerdings jetzt noch nicht benutzen kann. Haha, scheiße. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, könnte das so stehen lassen. Naja, vielleicht, wenn ich doch noch einen Cheat aktiviere, muss ich ja sowieso nochmal her. Und das Secret, was es gibt, ist da unten. Da kann man irgendwo so ein Kazooie-Torpedo-Ding einsetzen und dann gibt es da irgendeinen Bonus. Was es ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist mir gerade entfallen. La, 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 la. Alter, Sirenen draußen. Naja, kein Wunder, durch von dem Sturm gestern. Ja, das schöne Wetter war, das warme Wetter von gestern ist weg. Das heißt, jetzt gibt's wieder Let's Plays Angro en Masse. Oh, was sehe ich denn da, Freunde? Guckt ihr das an? Ein Notenschlüssel. Für den brauchten wir den Cliffhanger-Move, den ich ja jetzt habe. Eigentlich schon Ewigkeiten. Oh yeah, Heppa. Komm her. Meins. Wuhu. Da 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 da. So, und ich glaube, das war's dann erstmal. Jetzt gehen wir zur mystischen Mulde. Komischer Name irgendwie, weil... Keine Ahnung, Mulde, ich weiß gar nicht, das assoziiere ich, glaube ich, mit immer was Falschem. Egal, jetzt geben wir die Eier ab, Freunde. Woo! Ja, wo waren das nochmal? Ja, genau, ich sehe die Eierschale schon. Guckt mal, dieses Riesenei, auffällig geht's gar nicht, oder? Tschu, hoppa! Hierfür braucht man die Trenne und die Bohrbirne, das gleich vorne weg. Hey, was will er heute? Jo, Mann, hier ist Neumann! Hui! Ach ne, ich glaube, trennen und den Ausbrüten-Move brauchen wir für das obere Ei. Das macht jetzt Helga alleine hier. Alter, ist das ja ganz schön Honig hier heute, oder? Chicken Wings, oh yeah. Los, gib mir das, was den Inhalt des Eis. Ich will mir einen Chicken Wing draus braten. Toll, ein paar Lichter waren drin. Na okay, Feuerwerkeier auch cool, oder? Ja, Glück, für spezielles Helga-Ei gibt es Zielsucheier. Glück, sehr nett. Glück, geh in den Code-Raum und gib das Wort Home hinein, um Cheat zu aktivieren. Werde ich nicht tun, weil das Ding ist einfach nur nervig. Es schießt auf andere Gegner, obwohl ich andere anpeile. Das ist einfach nur nervig irgendwie. Es ist zwar hilfreich, um manchmal besser zu treffen, aber im Großen und Ganzen, nee. Na, Glück, für spezielles Helga-Ei gibt es Nikatsu-Keule. Glück, drück B und nochmal B, dann dürfer Vogel schlagen. Glück, so lustig. Das, Freunde, werde ich gleich einmal demonstrieren. Das ist nämlich ein ganz cooler Move, finde ich. Und da hat auch ziemlich viel Bums drauf. So, das mache ich schon mal auf. Und... Batz, knacks! Ja, und hier kann man sich dann trennen. Und Kazooie kann später dieses Ei da oben ausbrühen, weil da kommt die doofe... die Glucke hier nicht hin. Helga, Glück und... So, aber die Katsu-Keule werde ich jetzt natürlich an niemanden austesten. Kommt her, Gegner. Ich suche ein Opfer meiner Aggression. Der wird es abkriegen und du bist jetzt fällig. Na, was denn los? Oh, scheiße. Du Ass! Genau, das passiert. Wenn Kazooie rauspickt, dann packt er zu und haut mit Kazooie zu. Sieht sehr lustig aus, aber... Das klingt so mitleiderregend. Also ich mache das extrem ungern, muss ich sagen. Oh, das klingt so mit einer Ring, ich finde das übel süß. So, Freunde. Tja, jetzt können wir doch ein bisschen Special machen. Ja, ich glaube, warte mal, jetzt kann ich ja die Cheats aktivieren noch. Ja, das. Die Eier und die Federn werden activated von mir. Ich glaube, Fallproof lasse ich raus, weil. Ach ja, durch Absturz recken ist einfach manchmal cool irgendwie. Es war ein bisschen sadistisch, aber cool. So, ich glaube, ich muss nach Wumbas Wigwam dafür. Ja, manchmal muss ich auch ordinäre Geräusche loslassen, das muss auch mal sein. Da, 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 da. Haha, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, ich bin viel zu schnell für dich. Hahaha, hahaha. Wuhu. Ich finde cool, dass jetzt die Cheats hier kombiniert wurden. Also vorher gab es ja Red Feathers und Gold Feathers und Blue Eggs. Wurde jetzt alles zusammengefasst und ich gebe erstmal Eggs ein, ist kürzer. E. OGG-Files. Nee, EGG-Files.
Und ich suche ein S. Da. Zack. Und der X-Cheat ist activated. So, gleich der nächste. Fettas. Oh, ist gar nicht so einfach. Fiatas. Ja, ich bin als... ich kann ja so ein bisschen Englisch. I know a little bit much more English, you know. That's kind of difficult, ne? Der Feda RS, ne? Okay, das zählt nicht. Das zählt. Ich will jetzt das R, dann will ich ganz, ganz zart das S. Und yeah, Feathers activated. So, Freunde. Damit kann man ganz easy peasy auch seinen Stand mal auffüllen. Also wenn ihr jetzt einfach mal, sag mal, jetzt extrem viele Eier verschossen habt durch whatever. Und oh, Homie ist auch drin. Werde ich nicht aktivieren, finde ich voll nervig. Doppelmaximum Eier, Doppelmaximum an Federn. Oh yeah, nice. Ja, und man könnte natürlich jetzt auch... Achso, Homie muss ich eingeben. Haha, nee, mache ich nicht. Ich kann es eingeben, aber es wäre jetzt nutzlos, weil ich es einfach nicht aktiviere. Woo. Ach naja, ich kann es ja... Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Haha, ich wollte einfach nur Pix, Pix, Pix machen. Und dabei Button Smashing B. Und schon hat man die Katze geholt. Ich kann dann noch den Homie schnell eingeben. Vielleicht brauchen wir ihn ja mal für irgendein Minigame oder so. Wenn man mal Sniper Shot braucht. Ich erinnere mich da so an ein paar Spiele. Da könnte es sein, dass ich das brauche. Darum werde ich jetzt mal aktivieren schnell, wenn ich schon mal hier bin. Meine Mann ist ja nicht jeden Tag wieder in der ersten Welt zurück, oder? Oh, und zack. Und Homing Cheat activated. So, jetzt können wir den jederzeit benutzen. Da muss ich wohl schnell mal hier reinforsten. Hui, heppa. So, Freunde, damit habe ich jetzt Cheats aktiviert, mir die zwei Eier geholt. Ja, dann haben wir noch den Schlüssel, den können wir jetzt auch wo einsetzen, aber da kam ich noch gar nicht hin, glaube ich. Da, 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 da. Und wir können jetzt schneller tauchen und haben extra Luftblasen. Scheiße, Dingsbums. Also, Freunde, ich glaube, damit dackel ich jetzt nochmal zurück zur vierten Welt. Und unterwegs mache ich noch einen Halt, um mir noch eine extra Honigwaben zu holen. Tada, Ein- und Ausgang der Welt, Hutschu! Genau, weiter geht's. Aber die Mucke hier ist einfach nur cool, finde ich. Banjo-Tree ist auf jeden Fall ein verdammt geiles Spiel und ich finde den zweiten Teil tatsächlich etwas besser als den ersten Teil. Die Schriftgröße ist nicht so extrem. Naja, wir sehen alle aus wie, keine Ahnung, Analphabeten. Schriftgröße 32 mit der Entfernung von Buchstaben, die erinnert an die Entfernung der Sterne im Himmel, ist, naja, noch etwas unausgereift gewesen. Ich finde Banjo-Tooie einfach ein Stück besser. Neue Sachen hinzu, alte Sachen beibehalten, coole Sachen beibehalten. Einfach nur geil irgendwie. Dass die mit den Puzzleteilen auch mal ein wenig Puzzlespiel reinkommt, ist auch ganz nice irgendwie. So, den Stein hier habe ich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den im vorigen Let's Play gemacht hatte, ist mir auch egal. Aber sowieso ist ein Ginger drin, an die es jetzt, also wenn ich jetzt tatsächlich nicht im Let's Play gemacht habe, dann habe ich jetzt was gemacht, was noch gar nicht hätte sein sollen. Aber egal. Hi, Honigbini. Ja, Mann, ist ja gut. Alter, Mann, guckt euch den Ausschnitt an, Freunde, das geht ja gar nicht, oder? Rare und Nintendo zusammen, das konnte ja bloß sowas ergeben. Oh, sicher, süßer Mann, hier, los, hast du die Honigbar. Müsst auch mal gucken, wo er die Honigwamme hinwirft. Sieht ganz seltsam aus. Naja, ne. Naja, die will halt Honigbabys machen, ne? Und da braucht man halt Honigwamme, ne? Kennt man ja. So, für die nächste will sie 7 haben. Alter, scheiße. Also, die nächste Honigwamme, die kann noch eine Weile dauern, Freunde. So, ich glaube, jetzt habe ich ja nicht wirklich alles gemacht, was ich machen konnte. Da, 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 da. So, ich glaube, ich komme. Kann ich darüber raufspringen? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, ja, okay. Dann muss ich den Teleporter doch nicht benutzen. Wop. The Worm, Trap und Schlitz und Down. Ach du Scheiße, mir fällt gerade was ein. Ich Trottel! Ich habe vergessen, im Hex-Hex-Park hier den Bahnhof aufzumachen. Wie ist mir das gerade eingefallen? Gott, meine Güte, manchmal habe ich echt komische Gedankengänge. Naja, ist egal. Wow. Alter, der wollte uns angreifen. Hat das gesehen? Tschüss. Aber wir sind zu cool, um getroffen zu werden. Lalalalala. Und damit geht's back in die vierte Welt, Freunde. Yo. Wir haben uns etwas geupgradet mit more Energy, besserer Schwimmfähigkeit, einem neuen Angriffsmove, den wir im Wasser gar nicht benutzen können. Naja, ist egal. Tap da 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 schlap da 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 du di du. So, und da gehen wir dann wieder zurück zu unseren Part Beginnings. Ich weiß gar nicht, ob der Part jetzt schon beendet ist, ich glaube nicht. Also beendet ist auf keinen Fall noch nicht, aber ob ich schon beenden müsste, ich glaube nicht. Wir haben nur noch eine Dublone, Freunde, das ist nicht so schön. Und wir holen uns jetzt noch diesen Move hier. Yay. Eine Singeinlage. Wenn Unterwasser von Schurken überfallen, dann schieße zurück und zeige es allen. Ba, ba, ba. Drücke oben und du machst den Sucher an.
drücke Z und der Hörkampf beginnt so dann. Oh yeah! Und damit haben wir jetzt den Aquasuche, Freunde. Wow! Und weg ist er wieder mal. So, eigentlich kann ich jetzt schlafen gehen, aber nö, ist ja uncool. Wir laufen noch ein wenig. Warte mal, halt. Hallöchen, Typi da. Geht vor Anker, ihr dreckigen Hundemann. Oh, ich bin Captain Holzauge. Holzauge, sei wachsam, wa? Furchtloser Pirat und Geisel der Meere. Du siehst aus wie der Hulk. Du musst einfach so wackeln auf dem Bauern, Glubschauge. Ja, und jetzt kann man ihn B drücken. Er schauert von mir, diese Pillen gegen Seekrankheit von Jolly. Ja, nützen gar nichts. Du bist ja ein sehr piratiger Pirat, ne? Ach, rum an die Mannschaft. Drückt noch einmal auf diesen Knopf und ich ramme euch. Ach Freunde, komm, das ist doch geradezu provozierend, oder? Ja, genau. Ich schlitze eure... Oh, meine arme Mann. Nehmt diese Dublonen. Und bringt mir noch ein Glas Wasser. Wow. Jetzt fällt der Typ hier erstmal um hier. Alter, wie geil ist das denn? Tja, wie gesagt, ein ziemlich piratiger Pirat. Aber wir trinken natürlich kein Wasser und kein Alkohol. Ne? Also das ist jetzt jugendfreundlich gemacht. Finde ich ganz cool. So, hier mache ich auch noch ein kleines Gimmick. Das ist ganz nice. Guck mal, da steht ein Fast-Gunpowder. Das ist extrem schwer zu finden, finde ich. Also, wie kommt man darauf, dass man hier einen Granaten durchschießen muss? Ich weiß gar nicht, wie ich das rausgefunden habe. Ist egal. Jolly Rogers Lagune. Und jetzt knarkt hinten ist jetzt irgendwo was auf. Naja, ist doch ganz schön, oder? Ich meine, wir haben jetzt erstmal eine Wand reingesprengt. Ist ja egal, hier gibt es keine Anklagen für Vandalismus oder so ein Scheiß. Oder für, wie sagt man dazu, Besitzbeschädigung? Nein, irgendwie so. Da, 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 da. Das Spiel ist einfach mal gechillt. Oh yeah. So, und jetzt müssten wir langsam mal bei Mumbo reindackeln. Oh yeah. Hallöchen, Mumbo. Ah, warte mal, ich glaube, dann können wir auch gleich in die, hier gibt es noch einen Geheim. Also dieses Spiel hat ziemlich viele Geheimeingänge, wenn ich ehrlich bin. Guck mal. Oh, hier liegen uns Dublonen. Money, money, money maker. Hä? Jetzt haben wir 7 Dublonen übrig. Oh, verdammt, ich habe mich selber getroffen, nicht Trottel. Ja, und daher kann man halt jetzt auch reingehen und ich zeig mal jetzt, wo es da eingeht. Da, 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 da. Zeig schon, komm schon. Oh yeah. Erstmal ist hier so ein komischer... I am the pirate und Schlitzmann. So, hier brauchen wir jetzt Kazuis Brüter-Move, damit wir der Schildkröte helfen können, den Eier auszubrüten. Ansonsten ist ja eigentlich nichts. Tada. Das kann ich jetzt noch nicht machen, weil mir fehlt der Brüter-Move ja noch. Oh Gott, damit kann man so ätzende Scheiße machen, die teilweise übertrieben lange dauert. Mann. Okay, jetzt haben wir 7 Dublonen übrig und ich weiß gar nicht, also ich müsste jetzt noch irgendwo 5 Dublonen loswerden. Ich weiß, es bleiben genau 2 übrig. Ah ne, hi Mumbo erstmal. Otto, du. Ach nee, halt, falscher Charakter. Müssen Zauberwissen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Oh yeah. Wollen Mumbos Hilfe, aber logisch, Mann. Ach man, den Text haben wir doch jetzt schon, Mann. Hier, los, nimm. Hepa, twap. Er zieht sich die Hose hoch, seinen komischen braunen Judo-Gürtel oder was das sein soll. Da, da, da. Sieht aus, oh, könnte auch eine braune, vollgeschissene Windel sein. Oh Gott, Mumbus. Im Altenheim und pflegebedürftig. Oh nein. Nein, da macht man keine Witze drüber. Da, 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 da. So. Was macht man jetzt so? Na klar, die einzige Mumbo-Platte dieses Spiels aktivieren. Quatsch, dieses Spiels, was laber ich da? Die einzige Mumu-Platte dieser Welt. Es gibt nur eine einzige und das ist die hier. Hoffen, das funktioniert. Sonnenlicht für sauerstoffhaltiges Wasser. Ja, natürlich, wenn Sonne auf Wasser strahlt, denn hat das Wasser Sauerstoff. Naja, ist doch ganz logisch, oder? Das ist meine Sortente, stoppt man da wieder mal. Und zwar. Ich finde das cool, dass man hier eine Wasserwelt hat, in der man keine Luft verliert, weil die Wasserwelt ist extrem groß, finde ich. Mumbo großes Zeug gemacht hat, ja, und die Platte so verschwindet. So. Das war's schon für Mumbo, yeah. Das heißt, er ist jetzt out of Mana, muss sich ausruhen und haut sich dann wieder in seinen alten Sessel. Oh nein. Ja, ich muss mir irgendwie so diese fiesen Insider sparen. Tap, tap, tap. Ich finde es auch mal sehr ehrenhaft, wenn die Leute Altenpfleger als Job wählen. Das finde ich sehr schön, also. Man sagt ja immer, man soll den alten Leuten Respekt zollen, denn die können einem Sachen erzählen, Alter, da schlackern euch manchmal die Ohren. Oh yeah, jetzt können wir unter Wasser so lange bleiben, wie wir wollen. Finde ich cool irgendwie.
So, Freunde, ich glaube, das ist jetzt hier aber schon wieder mal mehr als genug für den Part. Ich glaube, ich habe es wieder derbst überzogen. Ist ja aber mal Stulle. Wir sehen uns im nächsten Part von Banjo-Tooie und Zelda und Mario Party. Je nachdem, welchen Part ihr denn sehen und bevorzugt. Da sehen wir uns, da hören wir uns, da geht es los, da geht die Action wieder ab, Freunde. Bis dann, haut rein und ciao!